Die GEDOG ist die größte Künstlerinnengemeinschaft in Deutschland mit einer langen Tradition. Sie wurde 1926 von Ida Demel gegründet. Und die GEDOG in Deutschland feiert dieses Jahr den 150. Geburtstag von Ida Demel. Ida Demel hat in Hamburg einen großen Salon geführt, aber nach dem Tod ihres Mannes hat es ihr ganzes Wirken auf die Förderung von Künstlerinnen konzentriert und mit Erfolg eben 1926 die GEDOG in Hamburg gegründet. Und diese Gründung konnte sie bald und ihre Mitstreiterinnen auf ganz Deutschland ausbreiten. In ganz Deutschland wurden Vereinigungen von Künstlerinnen gegründet. Das Besondere der Gründung war die Interdisziplinarität. Ida Demel wollte nicht nur einen Bereich zusammenbringen, sondern alle Künstlerinnen der unterschiedlichsten Sparten, damit sie sich gegenseitig anregen, ergänzen und unterstützen. Das war damals wichtig und es ist heute noch sehr, sehr, sehr wichtig. Die GEDOG München wurde in dunkler Zeit 1933 gegründet und die ersten Jahre waren keineswegs ein Ruhmesblatt für die GEDOG. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die GEDOG in München neu gegründet und erlebt ihre erste Blüte in den 50er Jahren, wo Künstlerinnen wieder Fuß gefasst haben und Mut hatten, neue Wege zu gehen. Ein zweiter großer Aufbruch war in den 80er Jahren mit der Frauenbewegung. Hier war die GEDOG ganz aktiv beteiligt, um mehr Rechte und mehr Chancen für Künstlerinnen zu erstreiten, aber auch mit neuen Initiativen, mit neuen innovativen Ideen, neuen Formen von Kunst und der Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit ist auch heute noch ganz entscheidend. Manche fragen, warum eigentlich heute noch eine Künstlerinnenvereinigung? Schließlich studieren an den Kunstakademien heute über 50% Frauen. Über 50% Professorinnen haben wir noch lange nicht. Das ist nur eine kleine Anmerkung. Aber auch wenn heute viele Frauen studieren, so haben wir nach wie vor Strukturen in allen Kulturbereichen, die sehr, sehr stark männlich geprägt ist. Für Frauen ist es notwendig, Raum zu haben, um eigene Ideen zu entwickeln, nicht eingeengt durch diese Strukturen. Es geht nicht darum, Frauenspezifisches zu entwickeln. Das wurde ich als Gleichstellungsfrau immer wieder gefragt. Was ist denn jetzt das Frauenspezifische an der Kunst? In diese Falle dürfen Frauen auf keinen Fall gehen. Frauen sind eine große Vielfalt und nichts Spezifisches. Es geht darum, Neues zu entwickeln, Frauen Raum zu geben. Aber es ist auch wichtig, sich in gegenseitiger Anregung zu versichern, der eigenen Wege. Und das geht unter Frauen manchmal besser oder oft besser als unter Männern. Deswegen ist es wichtig, dass Frauen sich wirklich auch mit Frauen austauschen. In früheren Zeiten fand es auch schon mehr noch über die Grenzen hinweg statt. Heute ist vieles manchmal zu national, zu regional. Das hängt auch mit der Lebenssituation von Frauen zusammen. Sie haben schlicht und ergreifend weniger Geld, um durch die Welt zu reisen und sind wie alle Frauen in unserer Gesellschaft durch häusliche Pflichten mehr gebunden als Männer. Manche sagen, aber es sei doch schon geschafft. Ich möchte jetzt nicht anfangen mit dem großen Opferdiskurs, dass Frauen nach wie vor viel, viel schlechter bezahlt werden, viel schlechtere Chancen haben am Kunstmarkt. Es geht darum, dass Frauen sich gegenseitig stärken, anregen, sich gegenseitig stark machen, aber auch einklagen, dass Frauen gesehen werden und gezeigt werden. Sicher, es gibt in den letzten Jahren zunehmend tatsächlich Ausstellungen, auch in München, die ausschließlich einer Künstlerin gewidmet sind, aber sie sind eben sehr auffällig, weil sie außerhalb der Norm sind. Wir sind es gar nicht gewohnt, große Ausstellungen von Künstlerinnen zu haben. Das heißt, stolz sein auf Erfolge, aber weitermachen. Interdisziplinär arbeiten, mit anderen Künstlerinnen zusammenarbeiten und gerade jetzt die Chance zu nutzen, dass Interdisziplinarität mehr Aufmerksamkeit kriegt, wo die
Grenzen zwischen den Künsten fließen. Hier hatte GEDOC einen Schwerpunkt. Hier sollte sie sozusagen ihr Alleinstellungsmerkmal nutzen und ausbauen. Aber auch, wie hier diese Ausstellung über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich finde es sehr wichtig, wenn ich jetzt sage, den Raum weiten, eine Verbindung zu, beispielsweise wie in dieser Ausstellung mit Celia zu den baltischen Staaten, die lange für uns eine völlig unbekannte Welt waren. Auch hier, auch über die Zusammenarbeit, über die Länder hinaus, können neue Perspektiven und neue Weiten entwickelt werden. Ich hoffe deshalb, dass dieses Projekt einen großen Erfolg hat und viele sich daran orientieren und die Vernetzung, die Verwurzelung, das Wurzelwerk weit über München hinausgehen wird, noch in viele weitere Bereiche hinein.